Die Freunde Richard Wagners pilgern nach Bayreuth. Ausgezeichnet. Kehrt nicht um. Was? Es kehrt nicht um in die Quark, Herr Konstantin. Ausgezeichnet. Sehr gut. Ja, ja, natürlich. Unvergessliche Aufführungen des Tristan und des Nibelungenringes haben Karl Böhm zum berühmtesten Bayreuth-Dirigenten der Gegenwart gemacht. Er lässt die natürliche Fülle des Rheingold-Vorspieles aufleuchten, von dem uns dieser Probenausschnitt erhalten geblieben ist, mit den Regieanweisungen des allzu früh verstorbenen Wieland Wagner. Salzburg, Bayreuth, Wien. Festspielsaison. Karl Böhm weiß, wie heikel es im Zeitalter der von Kontinent zu Kontinent jagenden Opernstars ist, die geliebte Form des Ensembles aufrechtzuerhalten. Die Wiener Symphoniker sind eines seiner berühmten Ensemble. Berlin im Zeichen der Avantgarde. Und im Großen Haus haben Rudolf Sellner und Karl Böhm Lulu, die Zwölftonoper von Alban Berg, herausgebracht. Lulu ist aus den beiden Wedekind-Dramen Erdgeist und Büchse der Pandora entstanden. Catherine Geyer verkörpert in idealer Weise die Schlange, das begehrte Weib, das durch ihre Gefühlskälte und durch ihr schrankenloses Ausleben alle Männer vernichtet, bis sie selbst das Opfer eines Lustmörders wird. Alfred Kerr hat Lulu eine Symphonie des Verderbens genannt.
Karl Böhm ist mit Alban Berg befreundet gewesen. Er hat dem schon 1935 verstorbenen Schüler Schönbergs zu internationaler Anerkennung verholfen. Böhm hat nicht nur Alban Bergs erste Oper Wozzeck in Salzburg, Neapel, in Buenos Aires und schließlich an der Metropolitan Opera in New York durchsetzen können. Karl Böhm war es auch, der Lulu nach Wien gebracht hat. Die Aufführung wurde ein sensationeller Erfolg. Sie ist als Krönung der Wiener Festwochen bezeichnet worden. Karl Böhm, der große Festspieldirigent, der Interpret der klassischen symphonischen Werke, fördert mit gleichem Einsatz das Neue. Böhms Erfolg beruht auf Arbeit und auf einem kontinuierlichen Aufbau seiner Karriere. Mein Vater war Rechtsanwalt in Graz, wo ich am 28. August 1894 geboren bin. Mein Vater kannte, trotzdem er selbst ein Musikfan war, das Elend der künstlerischen Mittelmäßigkeit, das weniger darin besteht, dass der Betreffende wenig Geld verdient, als dass er ewig unzufrieden ist und die Schuld niemals seiner mangelnden Begabung, sondern immer den anderen Menschen gibt. All das wollte er mir ersparen und hat verlangt von mir, dass ich vorerst den Doktor Juris fertig machen muss. Wie hätte Böhms Vater damals auch ahnen sollen, welche Laufbahn seinem Sohn bevorstehen würde? Schon ein paar Jahrzehnte später hatte Karl Böhm eine unangefochtene Position als Mozart-Interpret und als künstlerischer Nachlassverwalter der Richard-Strauss-Opern. Und heute? Erstaunt und vergnügt haben inzwischen die Musikfreunde in aller Welt erfahren dürfen, dass es bei Karl Böhm keinen langweilig resignierenden Altersstil gibt, sondern dass er geradezu von einer Alterswildheit besessen ist. Kein Wunder, dass diesem Karl Böhm Ovationen bereitet werden, wie sonst nur einer Primadonna. Selbst die gestrenge New Yorker Musikkritik hat das festgestellt. Unter Karl Böhm musizieren zu dürfen, das wissen nicht nur die berühmten Orchester in Europa, ist eine Ehre, aber manchmal auch eine recht aufregende Prüfung. Böhm, der genaue Kenner der Partituren, hat nämlich einen untrüglichen Sinn für Zeitmaße, für richtig und falsch. Ein Musiker, der seine Zuflucht nicht in starrer Routine sucht, sondern der immer wieder Neues, noch Besseres, noch Reineres erstrebt. So ist es kein Wunder, dass die ganze Welt sich drängt, ihn zu ehren. Internationale Auszeichnungen für beinahe jede neue Schallplattenaufnahme. Und eine endlos anmutende Kette von Auszeichnungen und Titeln. Professor Karl Böhm, Ehrenbürger der Stadt Salzburg, Inhaber von Ehrenringen zahlreicher Städte, Ehrenmitglied der Deutschen Oper Berlin und der Wiener Oper, Inhaber des Brucknerringes der Wiener Symphoniker. Aber die Anfangsjahre hat er nicht vergessen. Klavierunterricht erhielt ich bereits im 6. Lebensjahr und dann Theorieunterricht bei dem Chormeister des Grazer Männergesangverein Franz Weiß. Und später studierte ich bei dem bekannten Brahms-Freunde Professor Mandiczewski, dem Archivar der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Neben der ersten Staatsprüfung in Graz war ich bereits als Korrepetitor am Grazer Opernhaus tätig. Auch die zweite und dritte Staatsprüfung machte ich neben meinem Operndienst, was natürlich eine ungeheure Belastung bedeutete, denn ich musste in der Nacht meine Gesetzesparagraphen studieren. Und am Tage meiner Promotion im Jahr 1919 war bereits das ganze Theaterensemble versammelt und am Abend dieser Promotion dirigierte ich den fliegenden Holländer am Grazer Opernhaus. Auch inzwischen dirigierte ich weitere Opern
und anderen meinen ersten Wagner in Lohengrin, bei dem ich einen Riesenchor selbst in 70 Proben einstudierte. Ein Chor, wie ihn die Grazer Oper noch nie hörte und auch wohl nie mehr hören wird. Mit knapp 30 Jahren hätte Böhm in Graz Operndirektor werden können. Aber in München war die Stelle eines dritten Kapellmeisters frei. Böhm folgt seinem sicheren Instinkt. Er möchte noch viel lernen. Wo könnte er das besser als in einem Haus, dessen Leitung in den Händen des genialen Bruno Walter liegt? Im damaligen Residenztheater, das jetzt als Cuvier-Theater wieder aufgebaut worden ist, dirigiert Karl Böhm seine ersten Mozart-Opern. Don Giovanni, Entführung und Zauberflöte. Bruno Walter war es, der in dem jungen Wagnerianer die Liebe zu Mozart geweckt hat. Die Titelrollen sang der größte Mozart-Sänger seiner Zeit, Richard Tauber. In München hat Böhm seine spätere Frau kennengelernt, die damals 17-jährige Sängerin Thea Linhardt. Bruno Walter hatte sie nach einem kurzen Debüt in Bamberg nach München geholt. Seitdem begleitet sie Karl Böhm auf allen Stationen des Erfolges. Aber auch in den schweren Nachkriegsjahren ist ihm Frau Thea zur Seite gestanden. Obwohl Böhm keiner Partei angehörte, musste er 1945, wie Knappertsbusch, Karajan, Kraus und Furtwängler, für 2 Jahre den Taktstock aus der Hand legen. Thea Böhm gab Gesangsunterricht und sorgte so für ihren Mann und den Sohn Karl-Heinz. In diesen Jahren nahm sich Karl Böhm vor, sich künftig vor ähnlicher Willkür zu schützen. Das gelang ihm durch eine internationale Karriere. Hat sich Ihr Mozart-Stil im Laufe der Karl Böhm, der 20 Jahre später vor Journalisten in Prag über Mozart referiert, ist einer der führenden Dirigenten unserer Zeit. Aber da brauche ich mich auch nicht zu schämen. Bruno Walter hat mir gesagt, was glauben Sie, die Tempi meiner Zauberflöteninterpretation habe ich schon bereits 4-mal geändert. Und da sind wir bei einem Thema angelangt, was vielleicht einige Herren interessieren wird. Die Frage des Tempos bei Mozart. Die ja für mich eigentlich die wichtigste Frage ist. Denn kaum je ist ein Komponist tempomäßig so oft verkannt worden wie gerade Mozart. Und ich muss mich da immer wieder auf meinen 20-jährigen Freund Richard Strauss berufen, der ja nicht nur ein Mozart-Verehrer, sondern ein Mozart-Anbeter war. Diese sonst so oft so kühl dreinblickenden Bauernaugen des Strauss sind wirklich in Anbetung versunken, wenn er von Mozart gesprochen hat. Und weil wir gerade beim Don Giovanni sind, möchte ich Ihnen sagen, viele vielleicht wissen aus einer Platte von mir, dass Strauss einmal auf einem Autoausflug von Garmisch nach München, das heißt, er fuhr zu einer Probe nach München, wo er den Don Giovanni dirigiert, mir einmal sagte, Böhmerl, erinnern Sie sich an diese Stelle im Finale des ersten Aktes Don Giovanni, nachdem der Leporello die Masken eingeladen hat, nach dem Menuett, kommen da 2 Adagio-Takte in den Streichern. Sehen Sie, wenn ich die 2 Takte geschrieben hätte, würde ich gern drei meiner Opern opfern. Das will was heißen, und er hing sehr an seinen Schöpfungen. Er wollte damit sagen, wenn ein Genie von dem Ausdruck der ungeheuersten Lebensfreude, wie es das Menuett darstellt, zu dem Ausdruck der tiefsten Tragik, wie es das Masken der Zetern ist, nur 2 armselige Takte braucht, um vollgültig in das andere Fahrwasser zu kommen, so ist das eine unüberbietbare schöpferische Leistung. Und um von Tempi zu sprechen, ebenfalls beim Don Giovanni, er sagte mir auch der Strauss oft, schauen Sie, in jedem Musikstück, Bach hat ja oft überhaupt keine Überschriften, keine Tempobezeichnung, und doch wird einem Musiker sofort klar werden, welches Tempo Bach gemeint hat. Genau ist es bei Mozart. Ich zitiere dabei immer dieses Quintett aus der Zauberflöte. Wenn Sie die Partitur zum ersten Mal sehen aus dem 2. Akt, Sie sehen Allegro, alla breve, Sie fangen an wie, die an diesem Schreckensort. Und dann kommt die Stelle, man fiel sich in die Ohren, da sind die schon gestorben, die Sänger. Ne? Nach diesem Takt richtet sich das ganze Tempo natürlich, denn innerhalb dieses geschlossenen Musikstückes können Sie ja das Tempo nicht ändern. Und so ist es in Don Giovanni ein klassisches Beispiel, diese berühmte Stelle von Reich mir die Hand, mein Leben,
Das Duett zwischen Zerlini und Don Giovanni. Das erste Stück wird meistens furchtbar langsam genommen und das zweite sehr rasch, was ein vollkommener Blödsinn ist, denn Mozart hat keine, beim Sechs-Achtel-Takt, der dann kommt, keine andere Tempovorschrift gegeben, was also heißt, dass Achtel gleich Achtel sind, was weiters heißt, dass das Tempo des Anfangs rasch genommen, ziemlich flott genommen zu werden hat, während das Tempo des Sechs-Achtel-Taktes wieder langsamer genommen hat. Was bedeutet eine ganz sanfte Werbung? Keine stürmische Werbung ergibt sich gar nicht für mich, für dieses Bauernmädchen. Das ist die einfache Erklärung. Und er, weil er hat sie ja sowieso schon in der Tasche. In Prag wurde Don Giovanni uraufgeführt. Karl Böhm kam hierher, um eine neue Gesamtaufnahme der Oper für die Schallplatte zu dirigieren. Zu lang. Ja, oft ist schon, meine Herren, zu langsam. Da, die Presto, die Trilliapapa, die Trilliapapa. Ist ja viel zu langsam, die zweiten Geigen. Viel zu langsam. Einmal. So jetzt! Richard Strauss hat Karl Böhm ein künstlerisches Testament hinterlassen, in dem er ihn als seinen Nachfolger an der Wiener Oper bezeichnete. Den ersten Richard Strauss, die erste Richard Strauss-Oper, habe ich in München am Residenztheater dirigiert, und zwar war es die Ariadne. Nach dieser Ariadne schrieb ich einen überglücklichen Brief an meine Eltern. Und seit der Zeit kam ich langsam mit Richard Strauss selbst in Verbindung. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich während meiner Münchner Zeit einmal wegen Erkrankung von meinem Kollegen Knappertsbusch den Rosenkavalier innerhalb 24 Stunden übernehmen musste und damals nicht wusste, was da alles passieren konnte. Zum Glück lief die Bühne ausgezeichnet. Die Sänger waren sehr gut studiert, vor allem im dritten Akt, wenn da nämlich Sänger Schmisse konstruieren, ist es für einen Dirigenten, der das Werk noch nie dirigiert hat, doppelt schwer, die wieder einzurenken. Es ging, wie gesagt, alles gut ab. Und später kam ich dann mit Strauss selbst in Verbindung, und zwar brieflich durch einen kurzen Brief einmal anlässlich einer Neueinstudierung der Salome in Darmstadt, persönlich dann bei einer Neueinstudierung der Elektra in Hamburg. Böhm war 9 Jahre lang in Dresden, 1934 bis 1943. Bei der Strauss-Uraufführung von Die schweigsame Frau erfährt Böhm, dass der sonst so großzügige Richard Strauss bei Neuaufführungen überaus penibel sein kann.
Zwei Jahre später kommt Strauss wieder nach Dresden mit einem Weihnachtsgeschenk für den Operndirektor. Er widmet ihm sein neuestes Werk, Daphne. Eine Freundschaft ist entstanden, die sich bis zum Tod des Komponisten immer stärker vertieft. So war es auch Karl Böhm, der Strauss zum 80-jährigen Geburtstag in Wien die Ansprache hielt und ihm einen vergoldeten Taktstock überreichte. Ich muss immer lachen, wenn gewisse Komponisten sagen, sie sind leider große Dirigenten mit sehr vielen Dirigierverpflichtungen geworden und sind dadurch nicht zum Komponieren oder nur mangelhaft zum Komponieren gekommen. Strauss hat mir x-mal erzählt, dass er als Generalmusikdirektor in Berlin war, neben Leo Blech und Max Schillings, im Jahre mindestens 100 bis 110 Vorstellungen dirigiert hat. Daneben hat er aber eine Salome, eine Elektra und die symphonischen Werke dirigiert. Er war ein Meister des Dirigierens im wahrsten Sinne des Wortes. Mit den sparsamsten Bewegungen, es existiert meines Wissens ein Buch, sogar von einem Berliner Musiker, der Strauss als Dirigenten erschöpfend geschildert hat. Äußerst sparsam in den Bewegungen hat er alles erreicht durch die Suggestivität seiner Interpretation. Ich kann mich selbst noch erinnern, dass ich ihn zu seinem 60. Geburtstag in München als Dirigent seiner Elektra erlebt habe, wo er nur am Schluss etwas bewegungsmäßig losgegangen ist. Und doch hatte diese Aufführung eine Dramatik, wie ich sie eigentlich nie mehr erlebt habe. Er hat immer gepredigt, man solle die linke Hand fast gar nicht benutzen und alles nur mit der rechten dirigieren. Wenn ich denke, was heute oft am Pult herumgerudert, nenne ich das, wird, das heißt, dass so viele unnötige Bewegungen gemacht werden, die gar nichts mit der Interpretation der jeweiligen Musik zu tun haben. Selbstverständlich wirkt dann, wenn man mit beiden Händen dirigiert und eine große Bewegung macht, wirkt das dann gar nicht, wenn man schon den ganzen Abend immer große Bewegungen mit beiden Händen, meistens Spiegelbewegungen, die auf den Musiker überhaupt nicht mehr wirken, dirigiert hat. Ich kann mich erinnern, wie ungeheuer Strauss oft rein körperlich das Orchester zwang, zum Beispiel ein Subito-Piano auszuführen. Er riss die Hand direkt an seinen Körper an und diese Bewegung zwang das Orchester direkt ein Subito-Piano zu spielen. Ich kann mich noch erinnern, bei der Fahne Schatten war das auch der Fall, wie er sie in Dresden dirigierte und einmal ließ er sich doch hinreißen und hob beide Arme hin beim Schluss des Quartettes im dritten Akt. Und als ich ihm das nach der Vorstellung vorwarf, lächelte er und zwei Tage später war dieselbe Stelle wieder. Da hielt er sich mit der linken Hand an, dirigierte lediglich mit der rechten und es krachte trotzdem natürlich und er winkte mit der linken Hand zu mir in die Loge hin. Selbstverständlich hat der Richard Strauss-Freund auch seine Erinnerungen an den Rosenkavalier. 1911 ist er in Dresden mit Riesenerfolg uraufgeführt worden. Von Berlin fuhren eigens Sonderzüge nach Dresden, Rosenkavalierzüge. Als Böhm 1934 nach Dresden kam, hatte der Rosenkavalier bereits 199 Aufführungen erlebt. Die 200. dirigierte der neue Operndirektor. Das war zum 70. Geburtstag von Richard Strauss, der so oft betont hat, er versuchte, Mozart und Wagner in seinen Opern miteinander zu verbinden. Karl Böhm gilt lange Zeit als der Mozart- und Strauss-Dirigent. Seine Rückkehr zu Wagner dauerte lange und führte über die Erfahrungen mit Strauss'scher Musik in Dresden, über die Salzburger Festspiele bis nach Bayreuth. Karl Böhm versteht Wagner keineswegs so grell und bombastisch, wie sich die meist ahnungslosen Wagner-Gegner Wagner-Musik vorstellen. Böhm musiziert einen Wagner für Wagner-Verächter. Auch darin ist er seinem verstorbenen Freund Wieland Wagner gleich, dem man ja vorwarf, er sei zwar Enkel, aber eben leider doch kein rechter Wagnerianer gewesen.
1962 bringen die beiden einen neuen Tristan heraus. War es die einzige Zusammenarbeit mit Wieland Wagner? Nein, schon im kommenden Jahr machten wir zusammen die Meistersinger. Und ein Jahr drauf den neuen Ring, den ich ja für Wien schon beabsichtigt hatte. Allerdings hat Wagner sich inzwischen ganz geändert bzw. ganz abstrakt den Ring inszeniert. Karl Böhm ist erst relativ spät nach Bayreuth gekommen. Liegt es daran, dass ihn ein Teil der Musikwelt zu einem Mozart- und Strauss-Dirigenten abgestempelt hatte? Oder sind das Salzburger und das Bayreuther Genie einfach zu sehr voneinander verschieden? Nein. Ich hasse überhaupt jedes Abstempeln. Entweder ist ein Musiker ein guter Musiker, dann kann er die gute Musik dirigieren, oder er ist ein schlechter Musiker, dann kann er sie nicht dirigieren. Überdies widersprechen sich zwei Genies niemals. Denn jeder Mensch weiß, wie sehr Wagner Mozart verehrte und sich geäußert hatte, dass es über die Dramatik des Komturs im Don Giovanni überhaupt nichts gäbe. Und da ich aus einem Wagner-Haus stammte, mein Vater war ja einer der besten Freunde Hans Richters, so bin ich ja mit Wagner quasi groß geworden und erst spät zu Mozart gekommen. Und dann mich wieder an Wagner angenähert und als ein doch ziemlich fertiger Musiker dann nach Bayreuth gekommen. Und so glaube ich, dann in Bayreuth und sowohl das Publikum wie die ganze Presse hat darüber geschrieben, so etwas wie einen durch Mozart und Bach gereinigten Wagner-Stil gefunden zu haben. Karl Böhm hat fast übermenschlich viel hinter sich an Arbeit, an Erfolg, an Kampf, an künstlerischer Mühsal, an Lebensleistung. Und er hat noch eine Menge vor sich. Er ist für Jahre im Voraus ausgebucht. Aber ein Jüngling ist er auch nicht mehr. Woher nimmt er wohl die Kräfte, die ihn befähigen, immer wieder neue Energien zu übertragen? Böhms Kraftquelle ist die Natur, sind seine Spaziergänge 1 bis 2 Stunden pro Tag. Am liebsten ist er allein und beschäftigt sich mit Partituren. Dankbare Erinnerungen begleiten ihn. Erinnerungen an Menschen, die ihm Vorbilder und Ansporn waren. Und immer wieder neue Vertiefung, neue Korrekturen am eigenen Schaffen. Der Künstler, der seit Jahrzehnten die berühmtesten Orchester der Welt dirigiert, arbeitet weiter an sich selbst. Böhms Repertoire umfasst außer den Opern die gesamte große Konzertmusik. Zwischen der Wiener Symphonik und Hindemith ist ihm nichts Musikalisches fremd. Für ihn aber ist das noch lange kein Grund, um sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Das erleben auch die Orchestermusiker bei jeder Probe aufs Neue. Beim Finale von Schuberts großer C-Dur-Symphonie zum Beispiel gelingen ihm Steigerungen und Spannungen, die plötzlich begreifen lassen, was romantische Unendlichkeit ist. Deswegen habe ich nicht unterbrochen, mir ganz dran zu stehen. Also den Übergang bitte, da wäre ich etwas ruhiger, gell? 4:22, wo mein Oktav hinaufgehen, ja? Und jetzt wirklich Pian. So ist es gut. Dreifaches Pianissimo. Sie,
vergessen wir immer im sechsten Takt. Da. Das ist durchgeführt im ganzen Stück. Immer der sechste Takt kriegt einen extra Akzent, gell? Und ich habe, glaube ich, weggestrichen, gell? Nicht forte piano dort, sondern mezzo forte bleiben. Darf ich bitten, direkt 22, bitte. 22. Das ist nicht genau, dass die Stelle wieder zurück. Die untere Oktav. Man versteht die untere Oktav nicht. Darf ich bitten, nochmal 22. 22. Und dann nicht eilen. So ist gut, ja. Sie müssen immer die Bläser gut hören. Die untere Oktav. Ist völlig untergegangen, völlig untergegangen. Man hat gar nichts gehört. Mal nochmal von dem N. Nikolaus ist das. Bitte schön, Nikolaus. Danke, meine Herren. Pause. Wien ist für Karl Böhm mit den schönsten, aber auch mit bitteren Erinnerungen verbunden. Als Student hat er hier seine ersten großen Operneindrücke erhalten, hat Caruso erlebt. 20 Jahre später ist er zum ersten Mal am Pult der Wiener Oper gestanden und wieder 10 Jahre danach, 1943, war Böhm zum ersten Mal Operndirektor in Wien. Heute ist Böhm einer der prominentesten Bürger der Stadt. Ein berühmter Dirigent schuldet seinen Hörern auch die Begegnung mit großen Solisten. Zusammen mit dem Pianisten Wilhelm Backhaus hat Böhm immer wieder Beethovens Klavierkonzerte aufgeführt. Die beiden Künstler sind dabei zu einer unübertroffenen Reinheit des Zusammenspiels gekommen.
Die Wiener Oper. Für den Studenten Karl Böhm war sie die Verkörperung höchster Opernkunst. Dem neuen Operndirektor des Jahres 1943 war sie Verpflichtung und Ansporn für bestmögliche Leistungen. Aber er hatte nur ein Jahr Zeit, dann kam der totale Krieg. Im März 1945 wurde die Wiener Oper vollständig zerstört. Die Wiener standen betroffen vor den Ruinen ihrer vergangenen Pracht. 1955 wird das neue Haus am alten Platz festlich eröffnet. Der Direktor heißt wieder Karl Böhm. Die Prominenz aus aller Welt trifft sich in Wien. Die Tochter Toscaninis, die berühmte Sängerin Lotte Lehmann, Bundeskanzler Raab, Bundespräsident Körner, der Maler Oskar Kokoschka. Eine Serie glanzvoller Premieren. Symbolhaftes Bekenntnis zur Freiheit und zur Abendländer. Die Sänger wechseln. Am Pult steht immer wieder Karl Böhm. Triumphe für den Dirigenten. Für den Operndirektor Böhm aber wird Wien zu einer Enttäuschung. Was einem Gustav Mahler und einem Herbert von Karajan zustieß, davon blieb auch Böhm nicht verschont. Man nahm ihm übel, dass er seine internationale Karriere nicht für die Wiener Oper aufgeben wollte. Mittlerweile versteht man sich wieder aufs Beste. Die Wiener Philharmoniker sind mehr als ein sehr gutes Orchester. Sie sind eine Institution. Einem Dirigenten, den sie nicht mögen, können sie das Leben zur Hölle machen. Ihren Karl Böhm aber, der gewiss kein bequemer Dirigent ist, mögen sie und er mag die Philharmoniker auch. Ja, dieses Orchester der Wiener Philharmoniker ist gar nicht leicht zu behandeln. Aber wenn man mit ihnen wirklich einen Kontakt hat, so kann es wirklich in entscheidenden Momenten über seine eigene Form hinauswachsen. Und warum? Dieses Orchester ist sehr homogen, es sind fast nur Wiener. Das heißt, sie sprechen dieselbe Sprache, aber nicht nur äußerlich dieselbe Sprache, sondern blutsmäßig. Sie empfinden dasselbe und interpretieren die Musik auch so. Als geborener Österreicher empfindet er sehr wohl die Ehre, dieses traditionsreichste aller großen Orchester leiten zu dürfen und da Ehrendirigent auf Lebenszeit zu sein. Böhm hat zum 125. Jubiläum des Orchesters die unnachahmlichen Wiener Philharmoniker in einer ebenso offenherzigen wie enthusiastischen Festrede gefeiert. Und die Musiker freuen sich, wenn sie unter seiner Stabführung proben und spielen dürfen, etwa beim Finale der zweiten Symphonie von Brahms. Karl, bitte. Nicht länger halten, es ist nur eine Viertel, es muss eine Viertelpause bei allen sein. Machen wir noch einmal, Karl, bitte. Karl, noch mal. Bitte. Nur Zeit lassen. So bleiben, nicht schneller werden. Erst beim A-Tempo, es geht laut. Das ist zu schwach, die Oktave gewesen. Hat man nicht gehört.
euch alles gut. Und jetzt zum nächsten Tipp. Bis zum Einsatzcrescendo. Nicht mit der Das Porträt eines Dirigenten. Bei Carl Böhm kann es nicht mehr als eine Skizze sein, ein vorläufiges Bild. Ein Künstler, der es nie nötig hatte, sich zu spezialisieren, der unermüdlich, kunstbesessen und scheinbar ewig jung auf den großen Konzertpodien und in allen Opernhäusern der Welt regiert, eine Persönlichkeit von solcher Dynamik passt in keinen üblichen Rahmen.